Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Bildschirmkontrolle. Es ist wieder Lockdown, das heißt, ich muss mich ja auch wieder hinstellen und das ein oder andere für euch kommentieren. Klar, es gibt natürlich unsere Sendung, Pocher gefährlich ehrlich, heute Abend nach Temptation Island VIP und dem Finale vom Sommerhaus der Stars. Und es geht dann auch donnerstags weiter, bis Weihnachten, immer live um 23.15 Uhr, vielleicht auch mal früher, vielleicht auch mal später. Und so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, fühle ich mich gerade wie die gute Jenny Lange. Ihr wisst, euer Lieblingsmobbing-Super-Mega-Paar aus dem Sommerhaus der Stars, die ja mit dem Bachelor zusammen war. Und die hat ja jetzt auch 4 Wochen sich abgemeldet, nachdem es so ein bisschen Kritik an ihrer Performance gab. Und das ist ja das, was Influencer machen, sich auf tot stellen und erstmal nicht mehr auf irgendwelche Geschichten reagieren. Und sie hat echt lange gebraucht, um jetzt sich wieder bei Insta zu melden, um uns wirklich wichtige Sachen zu sagen. Und hören wir doch einfach mal rein, was sie am Freitag erzählt hat. Aloha, ihr Lieben. Aloha. Mein Gott, ist das komisch, nach ungefähr einem Monat wieder in diese Kamera reinzusprechen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist so viel passiert in den letzten Wochen. Wahnsinn, was ihr für ein Schritt bekommen habt. Es steckt mir so viel auf der Seele und es ist einfach wirklich super komisch. Ich glaube, es ist jetzt auch mein 6., 7. Anlauf. Und ich habe mir einfach gedacht, egal. Komm. Leg einfach los und denk dir gar nicht zu viel aus, was du den Leuten da draußen sagst. Denn es ist einfach zu viel. Genau. Aber ich sag einfach mal los. Aloha. Aloha. Ich bin zurück und fange jetzt wieder langsam Step by Step an. Step by Step, ganz langsam, wie nach so einem Schlaganfall oder so. Es gibt keinen Grund, sich zu verstecken. Nein, gibt es nicht. Und es geht heute Abend noch nach Mallorca. Caro und Andreas haben uns eingeladen. Darauf freue ich mich schon. Cool. Wir werden uns am Sonntag zusammen die Sendung anschauen, also das Finale und das Wiedersehen. Und ich bin schon sehr gespannt. Das ist auch eine coole Überraschung. Mensch, da am Freitag hat die Jenny wirklich gedacht, wo es hieß, jetzt nicht mehr groß reisen, da mache ich doch nochmal eine kleine Reise, fliege ich doch nochmal nach Mallorca weg, mache ich doch nochmal einen kleinen Schwung. Wie alle ja das Gefühl hatten, dass sie an diesem Wochenende nochmal feiern mussten, nochmal ins Tattoo-Studio, nochmal ins Nagelstudio, alles machen, weil es ist dann nie wieder wird es das geben. Deutschland wird sich komplett verändern. Aber Moment, es gibt ja noch eine kleine Wendung in dem Fall. Sie hat ja noch ein bisschen mehr zu erzählen, weil ich habe mir gedacht, Mensch, Jenny, da gibt es doch bestimmt noch was ganz Geiles, Essentielles, was du uns mitteilen kannst. Ja, was ich euch auf jeden Fall sagen möchte, ist, dass es mir gut geht. Ich habe ganz, ganz viele Nachrichten in den letzten Tagen bekommen. Super, super süß an dieser Stelle. Ja. Ja, ganz liebe Grüße an euch. Ihr braucht euch keine Sorgen. Nein, wir machen uns keine Sorgen. Und was ich euch auch noch sagen möchte, jetzt ist, ich habe heute angefangen mit einer Honigfastenkur. Nee. Ja, also ich ernähre mich jetzt seit heute für die nächsten 5 Tage nur von Honig. Nur. Und ich nehme euch natürlich auch diesbezüglich ein bisschen mit. Bitte. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es mir in den nächsten Tagen gehen wird. Ich denke mal, die ersten 1, 2, 3 Tage werden die härtesten sein. Mit Abstand. Ist ja auch geil. Ich fliege nach Mallorca und fange an zu fasten. Ja, wie doof. Übrigens mein allererstes Mal. Und wie gesagt, ich mache es mit einer Gruppe zusammen, wir tauschen uns regelmäßig aus jeden Tag. Sind und eine Gruppe Bienen. Ich halte euch natürlich auch diesbezüglich auf dem Laufenden. Macht sie Honig fasten, die verrückte Nudel, isst nur Honey Loops. Da kommt der Begriff Honig im Kopf ja auch her. Ich finde es so klasse, dass sie jetzt nur noch Honig zu euch nimmt. So, jetzt gab es natürlich ein bisschen Shit, weil alle gesagt haben, was, zu Corona-Zeiten willst du nach Mallorca fliegen? Was machen die Influencer? Schnell wieder zurückrudern. Ihr erkennen könnt, ich bin weiterhin in Good Old Germany. Und warst aber noch unter dem Solarium. Ich habe mich dazu entschieden, nicht zu fliegen, aufgrund der dynamischen Situation. Die dynamische Situation. Ich denke, es ist vernünftiger, hier zu bleiben. Auch obwohl wir fliegen konnten. Ja, hättet ihr. Unter anderem wegen unserer Immobilie, die wir uns gekauft haben. Wir wollten einige Sachen organisieren und planen und klären. Und wollten das dann mit einem privaten Treffen verbinden. Wäre halt cool gewesen, Caro und Andreas. Wäre echt cool, aber... Aber ja, das müssen wir dann verschieben. Was ist mit dem Honigfasten? Das interessiert mich. Das sehen wir dann morgen hier geschaut. Und das Wetter ist hier ja auch das gar nicht mal so schlecht. Das ist das Wichtigste. Wetter ist das Wichtigste. Was ist mit dem Honigfasten? Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, mir geht's gut. Was ist mit dem Honigfasten? Und ein kurzes Update noch zu meinem Honigfasten. Ah, scheißegal. Es ist total scheißegal, wie Honigfasten läuft. Ja. Andere haben einfach gesagt, uns ist das scheißegal. Wir fliegen einfach trotzdem, wie zum Beispiel diese Emily. Ich glaube, die war bei hier
na, Model und die Vollidioten war die unterwegs. Die hat gesagt, ich fliege trotzdem mal, denn da, wo ich fliege nach Spanien, da gibt es kein Corona. Und die hat eine richtig gute Zeit gehabt. Yippie, da sind wir. Cool. Yeah. Hey. Leute, ihr habt nur ein Leben. Kein Corona in sich. Ach, wie lustig. Gut, man kann es nicht jedem recht machen. Dann, wie schon gesagt, das Sommerstars-Treffen ist ja da gewesen und wir haben Georgina ja noch vor 2 Wochen gesehen, die sagte, cool, lass mich betrunken, du hast mich geschlagen, du bist das Allerletzte, das geht gar nicht und sowas halt. Und dann Anfang der Woche, als es aufgezeichnet wurde oder schon am Freitag, sehe ich sie auf einmal hier beim Rhein über die Rheinbrücke oder das wundert natürlich Lisha und du, weil der Rhein ist ja eigentlich in Berlin, laufen. Und was passiert da? Ich bin klitschnass, wir sind jetzt über die Rheinbrücke gelaufen. Klitschnass. Es regnet so krass, dass wir den Kanal nicht mehr sehen. Aber Kubi und ich, wir nehmen jetzt ein Schloss. Na. Schließen wir unsere Liebe ab. An dem Ding. Schatz, komm. Wir schließen eure Liebe ab. Gut. Team Kubi. Im strömenden Regen. Genau da muss das Schloss hin. Und es regnet und strömt. Ja, es strömt im Regen. Oder regnet es im Strömen? Richtig. Und wohin mit dem Schlüssel? Wohin? Er isst ihn. Na dann, viel Spaß beim nächsten Stuhlgang, wenn es in der Schüssel klimpert. Die anderen Sommerhausstars haben sich auch getroffen. Hier Eva und Diana. Ja, die haben sich auch getroffen zusammen. Und was machen die? Ich habe es vorher gesagt. Ich wusste es ganz genau. Den wichtigsten Termin, den man dieses Wochenende nochmal machen kann. Buongiorno. Wir wünschen euch einen wundervollen guten Morgen. Ach, wünschen wir euch wie auch. Wie geht es euch da draußen? Super geht es uns. Ja, wir sind in Nürnberg und wir haben schon wieder volles Programm, Leute. Ja, was ist los? Wir wissen ja, ab Montag ist Lockdown in Gastronomie, aber auch in jedem Beauty-Salon und in allem. Und wir lassen es uns gut gehen, indem wir jetzt mal Nägel machen gehen. Fußpflege. Muss auch mal sein, gell? Mit langer Wartezeit, aber das packen wir schon. So sieht und alles wird gut, meine Lieben. Verliert nie den Glauben daran, dass alles gut wird. Absolut, solange es was zu rauchen gibt, ist immer alles gut. Und da habe ich noch so eine andere Influencer-Bratpfanne gesehen. Was macht die mit ihrer Mutter? Meine Mutti war jetzt so lieb und hat ein paar coole Bilder von mir gemacht. Super cool. Weg, wohin? Zum Nagelstudio, weil Leute, die Dinger müssen ab. Ach, die müssen ab, die Dinger. Wenn die Nagelstudio jetzt 4 Wochen zu haben, das kann ja... Ja, was ist dann? Das kann nur eine Katastrophe werden, wenn ich das jetzt nicht noch... Katastrophe. Und vielleicht ist euch schon mein neues Kittchen hier aufgefallen. Na, das ist von iCrush. Wow, super. Und es ist scheißegal, dass du wieder beschissene Werbung machen musst, nochmal hinten raus irgendwie. Was ist denn das Wichtigste? Dass, ich sag's nochmal, wenn du beatmet wirst, die gucken nicht nur, ob du richtig krankenversichert bist, sondern auch, ob die Nägel gemacht sind. Nur das zählt in Corona wirklich. Und Pietro ist ja on-off schon wieder mit seiner Ex zusammen. Die haben so tolle TikTok-Videos gemacht und jetzt ist schon wieder alles vorbei. Wie geht es denn jetzt der Ex-Freundin von Pietro? Guten Morgen, ich bin wieder zu Hause. Ich habe die Nacht bei meinen Eltern verbracht. Boah, da bin ich aber froh. Und ja, jetzt geht es für mich ins Nagelstudio, weil ich mir meine Nägel machen muss. Na. Die ganzen Kosmetikstudios machen ja ab Montag zu. Fuck! Und deswegen muss ich das Ganze nochmal auffreshen, weil ich jetzt nicht weiß. Ja, fresh mal auf. Alles wieder öffnet, aber ja. Ich bin fertig, ich habe endlich wieder frische Fingernägel. Ich habe mich bewusst für Natur entschieden, bewusst, damit ich meine Fingernägel überlackieren kann, weil ich nicht weiß, wie lange das Ganze dauert. Keiner und weiß wann es. Ich das nächste Mal wieder meine Nägel machen kann. Aber ich habe relativ kurz gemacht, aber mir gefällt das Ergebnis ganz gut. Super cool. Die Merkel muss dran denken. Wirklich, das nächste Mal die Nagelstudios vielleicht offen lassen. Nicht nur die Friseure. Es müssen auch die Nagelstudios offen bleiben. Und ich freue mich jetzt auch schon wieder auf die ganzen Lockdown-Werbung und unser Lieblingsprodukt ist ja Smile Secret. Ihr wisst es, wenn man sich so eine UV-Lampe aus China in die Fresse hält, dann werden die Zähne viel, viel weißer. Und bei einer jungen Dame hat das richtig gut funktioniert. Achtet mal bitte auch, wenn es schwer ist, auf die Zähne. Hallo, meine Lieben. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich bin
vor kurzem bereits erst nach Hause gekommen. Mhm, cool. Und wir haben jetzt hier nochmal. Gab es da eine allergische Reaktion? Das ist My Secret. Cool. Benutzt. Und jetzt möchte ich euch ein kurzes Update darüber geben. Zeig mal. Also, was ich sagen kann, ist, ich finde, es hat sich auf jeden Fall was getan. Absolut hat sich was getan. Ich habe meine Arbeitskollegen gefragt, ja, die haben auch was gesehen und ich war begeistert. Die Arbeitskollegen haben auch was gesehen. Ich weiß nicht, wie viel von meinen Zähnen, wenn ich lache, beziehungsweise spreche, aber ich zeige euch das jetzt kurz hier. So sieht das jetzt aus. Und ja, ich finde es schön. Also ich sehe einfach wirklich was. Ja, man kann absolut was erkennen. Es ist richtig gut geworden. Die weißen Zähne kommen richtig gut zwischen diese allergischen Reaktionen, die du in den Lippen hast, hervor. Und andere machen auch geile Sachen. Man kann jetzt wieder umbauen und umräumen. Und Gerda Lewis, ja, die hat schon diese Woche angefangen und die hat so wahnsinnig geil ihre Wohnung umdekoriert. Ich glaube, also die sollte Innenarchitektin werden, Innendekorateurin, weil ihre Wohnung war ja vorher ein Chaos, ne? So sah es vorher aus. Achtung, Leute. So sah es danach aus. Ich zeig nochmal. Hier, vorher, nachher. Riesenunterschied, oder? Was gefällt euch besser? Davor, danach? Es ist wahnsinnig geil. Ich muss sagen, Gerda, Respekt, Respekt, Respekt. Und ich habe auch das Gefühl, dass jetzt auch wieder diese ganzen beschissenen TikTok-Challenges losgehen, dass alle sich coole Sachen ausdenken. Ich werde jetzt auch wieder jede Influencer-Hackfresse auf eurer Yogamatte sehen, wie sie dann Live-Videos macht und irgendwelche Fitnessstunden. Und ganz wichtig ist, diese TikTok-Videos, macht die auf jeden Fall nach, denn dann kann es besonders lustig werden, so wie bei dieser jungen Dame. Relativ einfach. Oh yeah, 1, 2, 3, 4, 5. So. Ich finde vom Original fast nicht zu unterscheiden. Ja. Da muss ich auch nochmal sagen, Glückwunsch an dieser Stelle an Boris Becker als Gewinner des Fashion Brand Awards. Wir haben schon zu Lockdown-Zeiten davon geredet, dass er manchmal es nicht ganz verstanden hat, Musik und Video miteinander zu verbinden. Mal sehen, ob er in den letzten Monaten was dazugelernt hat. This is how we do. We make a movement like the fool while we up in the club. This is how we do. Nobody knows like we do. Ich verstehe ihn so schlecht, er hätte vielleicht die Musik leiser machen sollen. Boris, das nächste Mal, Musik drüberlegen geht nicht, wenn man spricht. Naja, egal. Mach doch einfach einen Freudentanz, dass endlich wieder Corona ist. So wie zum Beispiel Dieter Bohlen, der ist gerade beim DSDS Recall ohne Michael Wendler, aber mit guter Laune. So kann man doch auch Corona feiern. Und ich habe euch alle im Auge. Und selbst die Deutsch-Hip-Hopper haben mittlerweile Angst vor mir. Unbegründet, nur weil sie sich ein Pferd gekauft haben. Wenzler teilt natürlich auch sein Privatleben mit seinen Followern. Ich habe heute eine Havoranerstute gekauft. Sie heißt Uschi und ist 11 Jahre alt. Ich würde euch gerne die strahlenden Augen meiner Tochter zeigen, aber dann kriege ich Ärger mit Olli Pocher. Natürlich nicht. Warum denn? Macht es doch lieber so, wie die junge Dame, die ihre Kinder gezeigt hat, gerade an Halloween, tolle Outfits, die Kinder waren fast nackt mit so ein bisschen Maske zu sehen, aber was will man von Stripperbumserin Anne Wünsche mehr erwarten als das? Und ich glaube, beim nächsten Corona-Test sollte sie es genauso machen, wie sie es hier gemacht hat mit den Stäbchen. I see V is very, very extraordinary, even more than anyone that you adore can love. Ja, achtet immer drauf, Corona kann den IQ einschränken und deswegen immer die Maske tragen. In dem Sinne, einen schönen Lockdown. Wir sehen uns das ein oder andere Mal vielleicht öfter die nächsten Tage. Auf jeden Fall wieder spätestens Donnerstag 23.15 bei RTL oder wenn ihr das Video heute am Sonntag seht, heute nach Temptation Island um Mitternacht. Tschüss.